Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7. Und wenn Sie die letzten Termine dabei waren, dann wissen Sie, dass wir diese Webinarreihe mit Martin Görsch veranstalten. Auch da an der Stelle einen schönen guten Abend, Martin. Freut mich, dass wir das Webinar heute machen. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße den Namen von FX Flat. Freue mich natürlich ebenfalls, dass wir heute live dabei sind, obwohl draußen ja die Sonne scheint. Aber Sie haben sich heute für das Webinar entschieden und deswegen wollen wir jetzt auch direkt loslegen. Wir müssen trotzdem zunächst einmal den Risikohinweis uns anschauen, denn dieses Webinar dient mir immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Das wissen Sie, glaube ich. Nichtsdestotrotz muss das mal erwähnt werden. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn der Martin uns heute ein paar Analysen zeigt. Sie müssen am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Ja? Gut, dann lieber Martin, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Jo, vielen Dank. So, okay. Ja, ich habe auch präsentationsmäßig gar nicht so viel vorbereitet. Also erstmal begrüße ich natürlich ganz recht herzlich alle, die heute hier dabei sind. Freue ich mich natürlich immer, wenn auch bei solchen Traumwetterchen doch der ein oder andere hier vorm Rechner sitzt und mir hier zuhört. Finde ich immer ganz toll. Ich bin vielleicht mal so frei und so, ja, übertrage ja auch noch meine Webcam. Jetzt bin ich auch noch zu sehen. Aber für die, wie gesagt, die es nicht ertragen können, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, das könnt ihr relativ leicht abschalten. Oh, ich sehe gerade, die wird gar nicht angezeigt. Ja, muss man die Klappe mal aufmachen da. Nee, da ist gar nichts davor, aber ich glaube, das ist, weil mein OBV hier noch läuft. So, das mache ich mal gerade noch aus. So, vielleicht kriegen wir das jetzt hin. Versuch's mal nochmal. So, ja, der will nicht, ne? Doch, doch. Oder? Du bist zu sehen. Ja? Jetzt sind wir komplett. Sehr gut. Okay, hallo. Sehr schön. Ja, dann funktioniert es ja doch. Gut, dann legen wir direkt los, würde ich sagen. Ich habe, wie gesagt, auch gar nicht viel vorbereitet an Präsentation. Ich habe hier eine kleine Startfolie. Da ist das drauf zu sehen, worum es hier eigentlich geht heute. Das alles, was ich hier heute zeige, mache ich mit Hilfe eines Add-ons für den Agena Trader, der ja auch über FX Flat zu beziehen ist. Das Ganze läuft unter Top Trader Signals. Da sind so einige ganz interessante Aktien-Setups drin, die dann auch vollautomatisch laufen und ganz interessante charttechnische Setups eben automatisch anzeigen. Und unter anderem ist da eben auch der Ichimoku Kinko Hyo Arbeitsplatz mit drauf. Ich habe ja hier bei FX Flat schon so ein paar Webinare zu dem Thema gehalten und habe das auch schon mal relativ ausführlich erklärt, wie dieser Indikator funktioniert. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, dem möchte ich das nahelegen, da vielleicht mal in die Aufzeichnungen reinzugehen und sich diese zwei, drei Webinare, wo es intensiv um den Indikator und um die Entstehung der Signale geht, einfach mal anzuschauen. Das ist ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel für alle, die gerne charttechnisch traden wollen und keine Lust haben, 25 verschiedene Indikatoren zu interpretieren oder vielleicht auch kein eigenes Trading-System haben, mit dem sie vernünftig Einstiege und Stops und sowas definieren können. Das kann man sehr einfach über diesen Ichimoku machen. Und da werden wir uns einfach heute noch mal ein paar Sachen anschauen. Wir hatten ja am 18.06. das letzte Webinar hier. Ich hole mal gerade den Arbeitsplatz rein. Hatten am 18.06. das letzte Webinar hier und haben da während des Webinars ja auch schon ein paar Positionen aufgebaut. Das werden wir heute wieder machen. Also ich werde gleich nochmal so ein paar Werte hier durchgucken. Ich habe den S&P 500 hier drin. Das sind also die 500 Aktien, die größten 500 Aktien aus Amerika. Und lass einfach mal diesen gesamten S&P 500 hier nach Signalen screenen. Und da sehen wir halt schon, dass es relativ viele Signale gibt.
Einfach weil es im Moment hier so voreingestellt ist, dass jedes Ichimoku-Signal, was generiert wird, hier automatisch im Screener angezeigt wird. Und als erstes schauen wir uns jetzt mal an, was aus den Positionen vom letzten Mal geworden ist, wie die sich weiter verhalten haben und können da auch nochmal zurückgucken, wo wir hier die Einstiege hatten. Da fangen wir hier einfach mal an bei Lilly Eli. Ich will das mal gerade hier kurz anpassen. Ja, da sieht man also mit den Positionsgrößen, mit denen ich hier arbeite, da liegen wir so um 300 € Risiko pro Trade. Und wenn wir sehen, dass es da ganz, ganz verschiedene Ergebnisse gibt zu den einzelnen Trades, die wir hier aufgebaut haben. Teilweise sind die Stops schon getrailt, aber das sind die Positionen, die wir hier das letzte Mal eröffnet haben. Da will ich noch mal kurz zeigen, wo die hergekommen sind. Und zwar machen wir uns das mal ganz einfach. Wir gehen hier mal auf die vertikale Linie und suchen uns hier den 18.06. raus. Ja, das sind die Tage, an denen diese Trades aufgebaut worden sind oder an denen die Setups in den Markt gelegt worden sind. Das war hier einmal Eli Lilly. Das war die Tageskerze. Da lagen wir hier oben drüber zum Kaufen. Da ist dann am 25. gekauft worden. Warum? Naja, weil wir hier ein Setup haben. Und zwar hatten wir zum einen am 16. Juni hier den Ausbruch aus der Wolke, waren hier auch im Trendindikator. Das ist der Görsch-Trend, den ich hier benutze. Das ist mein eigener Trendindikator, der sehr, sehr einfach in der Darstellung ist. Der ist recht kompliziert in dem, was dahinter steht, wie der also programmiert ist. Da werden ganz abgefahrene Sachen berücksichtigt. Aber ich habe den so gemacht, dass der in der Darstellung so simpel ist, dass es eigentlich gar nicht mehr viel einfacher geht, das zu interpretieren. Und zwar möchte ich eben Setups dann traden, wenn wir auf dem Daily hier entweder gerade gewechselt haben, uns um Null befinden oder eben so wie hier ganz klar positiv sind. Und dann checke ich das Ganze immer mit der Woche. Ja, also einmal kurz noch zur Erklärung. Wir haben hier im oberen Feld den Tagesschart, im unteren Feld den Wochenchart. Und ich nutze eben diesen Wochenchart immer zum Gegencheck. Ja, wenn ich jetzt auf dem Tagesschart ein Signal kriege, dann nutze ich den Wochenchart, um zu verifizieren, ob ich dieses Signal handeln möchte oder nicht. Da haben wir beim letzten Mal so eine ganz einfache Grundregel festgelegt. Das machen wir auch gleich nochmal, wenn wir uns die Signale von heute angucken. Da will ich jetzt auch gar nicht groß weiter darauf eingehen. Ich will nur einfach mal zeigen, wo diese Signale herkamen. Wir hatten hier also den Ausbruch im Gap, super dynamisch aus der Wolke und haben dann gesehen, dass hier die rote und die violette Linie gekreuzt haben. Auch das ist ein Long Setup. Wir haben hier gesehen, an diesem Handelstag, wo wir die Order reingegeben haben, dass die blaue Linie hier über den Preis geht. Auch das ist ein Kaufsetup. Das heißt, wir haben hier eine Situation gehabt an diesem Tag, dass alles, was von Ichimoku kommt, bullisch war. Ja, die blaue ist gerade über den Kurs gegangen, der Kurs war oberhalb der Wolke, der Kurs war oberhalb der violetten Linie und die rote Linie war hier am Kreuzen mit der violetten. Hier war also alles grundsätzlich bullisch. Ja, und deswegen ist diese Position hier aufgebaut worden am 25. Hat sich dann ein paar Tage schön bewegt. Jetzt haben wir hier gerade zwei Korrekturtage drin. Finde ich gar nicht so tragisch. Ja, ist ein schönes Level, auf das wir hier korrigiert haben. Das sehen wir hier auf dem Wochenchart. Das sind die alten Hochs hier vom April. Das sehen wir hier auch noch schön auf dem Tageschart. Auch hier ist das alte Hoch vom April. Ich hole mal gerade noch das Zeichentool. Dann können wir hier das alles noch ein bisschen besser darstellen. Ja, also es ist im Prinzip gerade ein Rücklauf auf dieses alte Hoch hier, ja, was hier stattfindet. Und zusätzlich haben wir hier noch eine Kaufzone. Ja, das sind so diese typischen Kaufbereiche, auf die ich achte. Ja, wir haben eine Dynamik, laufen dann hier unterhalb des Hochs seitwärts und sehen dann hier den Ausbruch, der auch über das Hoch geht. Deswegen ist das hier ein Kaufbereich. Den haben wir jetzt einmal getestet und jetzt sind wir im Moment hier wieder Richtung nach oben. Ja, das ist also eine Position, die bei mir auf jeden Fall weiterläuft. Der Stop ist hier schon ein bisschen hinterhergezogen. Die zweite Position, die wir aufgebaut hatten, war Hologic. Auch hier markiere ich mal kurz den
den 18., an dem das Signal entstanden ist, was hier umgesetzt worden ist. Ja, das hier. Da ist das Signal entstanden und der Ausbruch ist gehandelt worden hier über dieses letzte Hoch, ja, bei 54,50. Auch das ist erst am nächsten Tag ausgeführt worden hier, am 19. Hat sich dann hier ein bisschen nach oben entwickelt und ist dann 4, 5 Tage in einer ganz kleinen Bewegung seitwärts gelaufen. Auch das mag ich sehr gerne. Ja, wenn wir uns mal die Trendindikatoren anschauen, wir sind hier ganz klar im Aufwärtstrend. Wir sind auch hier unten im Wochenchart ganz klar im Aufwärtstrend. Den verkleinere ich jetzt gerade mal ein bisschen und hole uns das hier mal ein bisschen größer ran. So. Okay. Ja, und das, was wir jetzt hier sehen, ist ein ganz typisches Setup, was ich sehr, sehr gerne handle. Das ist eine Bull Flag. Also auch das wäre hier nochmal zusätzlich ein Einstiegstrigger gewesen. Ja, die Position ist aber in dieser Kerze hier schon aufgebaut worden. Und im Prinzip ist das Ganze, was hier läuft, diese kleine Seitwärts-Abwärtsbewegung, ist eben auch wieder nichts anderes als ein Test, ja, der letzten Kaufzone hier. Das ist dieser Kaufbereich. Auch das ist eine kleine Bull Flag. Da haben wir jetzt den Ausbruch gesehen. Seitdem läuft der Wert recht dynamisch. Und der Stop ist eben schon deutlich hinterhergezogen, ja, von diesem ursprünglichen Level hier jetzt auf dieses Level hier. Sollten wir heute hier sehr dynamisch schließen, na, und können hier über der 59 schließen, dann bietet sich's an, vielleicht einen Stop hier schon auf die 56 hinterherzuziehen. Und dann hat man auf jeden Fall die ersten kleinen Gewinne hier schon abgesichert. Dann hatten wir eine Short-Position sogar aufgebaut. Ja, so. Und zwar hier auf Discovery. Auch hier gehen wir noch mal auf den 18. Achtzehnter, sechster hier. Ja, da sehen wir auch hier, Trendindikator hat auf dem Tageschart vor 2, 3 Tagen negativ gedreht. Auf dem Wochenchart ist er die ganze Zeit negativ. Auf dem Wochenchart befinden wir uns unter der Wolke. Also alles ready to go eigentlich für ein Short Setup. Und wir haben eben hier den Ausbruch gesehen nach unten aus der Wolke. Ne? Haben die Order reingelegt für den Verkauf unter dem letzten Tief. Ja, und das ist dann hier getriggert worden am 22. Da lag der Stop hier oben an der 23,76, liegt jetzt inzwischen hier über diesem Hoch und dadurch, dass wir hier in den letzten 2 Tagen nochmal einen deutlichen Abverkauf gesehen haben, bis auf 19 Dollar runter, haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit, den Stop schon hinterherzuziehen an die 21,95. Das kann man ja hier sehr einfach machen. Aber im Moment ist noch alles so, dass ich aus dieser Position eigentlich nicht raus möchte. Dann haben wir uns ja angeguckt, die Wolke. Ja, die ist, wenn wir von oben kommen, im Support-Bereich, wenn wir von unten kommen, im Resistance-Bereich. Ja, das wäre also durchaus okay, wenn wir hier dieses Ausbruchslevel nochmal testen, so in diesem Bereich 21, 21, 20 nochmal nach oben gehen. Solange die Aktie dann wieder nach unten abdreht, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, haben wir hier auch eben nur noch ein ganz kleines Risiko. Ja. So, ich ziehe mal gerade die Fragen hier noch raus. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Hier sind auch die ersten Fragen schon drin. So. Ah ja, Susanne fragt hier ganz clever, wie deutest du, dass die Wolke hier schon grün ist und nicht rot? Also prinzipiell ist dieser Wechsel von grün auf rot ja auch irgendwo ein Setup, aber das ist etwas, was ich nicht beachte. Ja. Den habe ich, das ist also auch ein Setup, was ich nicht programmiert habe. Das ist nichts, was ich trade. Das, was ich trade, sind die Signale am liebsten, Ausbruch aus der Wolke oder eben, dass die rote Linie die violette Linie kreuzt. Ja, das sind Setups, die ich gerne handle. Die aggressivsten Setups sind eben Kreuzung von Preis und violetter Linie. Aber am meisten handle ich Breakouts aus der Wolke. Das gefällt mir eigentlich am besten. Und mir ist es gelinde gesagt relativ egal, welche Farbe so eine Wolke hat. Ja, wenn wir uns das auf dem Wochenchart hier anschauen, ja, hier ist die Wolke ja auch grün.
Hier würde ich aber auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, irgendwo eine Long-Position aufzubauen, nur weil die Wolke grün wird. Solange sich der Kurs hier unterhalb der Wolke befindet, ist das für mich ganz klar ein Abwärtstrend und ist also auch ein Markt, der eher auf der Short-Seite angegriffen werden sollte. Ja. Okay, das nächste, was wir aufgebaut hatten, war Citrix Systems. Auch hier suche ich nochmal schnell den 18. 18.06. Ja, ich glaube, das waren ungefähr so die Bereiche, wo wir das aufgebaut haben, wo wir die Signale in den Markt gelegt haben. Bin ich mir jetzt hier allerdings gar nicht so ganz sicher, weil der Einstieg ein bisschen tiefer ist. Kann natürlich sein, dass ich hier im Rücksetzer gekauft habe, bin ich mir gar nicht mehr so sicher gerade. Jedenfalls ist die Grundsituation hier auch weiter super bullisch, wenn wir uns das anschauen. Wir sind eben hier in die grüne Wolke, also in die Unterstützung reingelaufen. Der Trend auf dem Daily war die ganze Zeit bullisch. Der Trend auf dem Weekly hier war bullisch. Und hier sind wir dann eben nach oben aus der Wolke wieder rausgekommen. Und das ist eben mit dem Ausbruch über dieses Zwischenhoch, ist das hier ein Long Setup. Und deswegen ist diese Position hier immer noch long im Markt. Ursprüngliches Stop-Level hier von 134,90 ist schon angepasst auf 139,90. Das heißt, ungefähr die Hälfte des Risikos ist raus. Wenn das Ding hier stark schließt, oberhalb dieses Hochs, das ist hier der nächste Widerstandsbereich. Ja, dieses alte Hoch hier, das ist auch das All-Time-High in der Citrix, wenn ich mich nicht irre. Das ist natürlich hier erstmal ein bisschen Widerstand. Da müssen wir jetzt damit rechnen, dass das Ding auch ein paar Tage hier seitwärts geht, ein bisschen Pause macht, bevor hier vielleicht der nächste Schub nach oben kommt. Wenn aber der nächste Schub nach oben kommt und wir gehen über das All-Time-High, dann würde ich auch hier die Gewinne absichern und mit dem Stop hier ans 148,50er Level gehen. Ja. Dann haben wir noch eine Activision Blizzard. So. Hier ist der, ach, vielleicht war unser Webinar auch am 15. oder 16. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe mal Auf jeden nachgeguckt. Fall 16. am 16. Ja, dann ist ja auch kein Wunder, dass wir hier bei den letzten zwei Aktien 2 Tage zu früh hier drin waren. 16. dann ist hier das Setup. Und zwar sind wir oberhalb der Wolke, haben hier gerade diese Kreuzung auch drin. Das ist wahrscheinlich das Signal, was uns da angezeigt worden ist. Und sind dann auch hier ein paar Tage später mit der blauen Linie über den Kurs gegangen. Und dann ist eben hier auch diese Breakout über dieses Zwischenhoch gehandelt worden. Also, was ihr vielleicht schon seht, was mir ganz wichtig ist, ich kombiniere diese Sachen gerne. Also, ich nehme gerne das Setup aus dem Ichimoku, kombiniere das aber mit der ganz normalen Charttechnik. Ja, wenn ich diese Sequenz, die wir zu dem Zeitpunkt hier hatten, einzeichne, wir kommen von hier unten. Und das war die Sequenz, die wir hatten. Und am 16. waren wir hier in dieser Kerze. Ja. Haben hier aber ein Long Setup bekommen. Und dann warte ich einfach, bis der Kurs über dieses letzte Zwischenhoch drüber geht, sich also dieser Trend hier weiter fortsetzt. Ich kaufe jetzt nicht blind, nur weil ich ein Ichimoku Setup habe, sondern ich sehe das immer gerne in Kombination. Ja, mit der ganzen Price Action, mit dem, was der Kurs hier tatsächlich macht. Und dann warte ich auf die Ausbrüche über die markanten Level und handle halt direkt die Ausbrüche. Ja. Wenn wir uns angucken, wie weit das Ding hier gelaufen ist, hier haben wir ungefähr unser Risiko verdient, haben hier auch, wenn ich das mal hier rüberschiebe, das letzte Zwischentief an einem ganz markanten Bereich, nämlich hier genau bei unserem Einstiegspreis. Und dann ist das eben eine Möglichkeit hier, das Risiko komplett aus der Position zu ziehen. Sollte das Ding wieder fallen, dann wären wir eben hier Break-Even ausgestoppt. Aber auch hier müssen wir gucken, das ist ein ganz wichtiger Bereich, an dem wir uns jetzt befinden. Wir haben das All-Time-High in der Activision Blizzard hier drüben bei 84,80 und haben hier unten das letzte Zwischenhoch vorher gehabt bei 81,68. Und das ist dieser Bereich, mit dem wir jetzt hier kämpfen. Das heißt, diese ganze Zone hier
ist ganz typisch Widerstandsbereich. Ja, ist also auch völlig normal, dass der Kurs hier mal ein bisschen hängen bleibt und vielleicht auch noch mal seitwärts läuft, vielleicht auch noch mal ein bisschen runterläuft. Ein Test von diesem letzten Hoch hier auf dem Tageschart. Ja, ein Test von diesem letzten Hoch hier wäre durchaus in Ordnung. Und wir sehen ja dadurch, dass der Stop nur Break-Even liegt, könnte sogar dieses Level hier drüben noch getestet werden bei 76. Das wäre auch noch okay. Ja, da muss man einfach mit rechnen. Wenn man sieht, dass auf dem Wochenchart hier eine starke Zone ist, eine starke Widerstandszone, dann müssen wir damit rechnen, dass der vielleicht nicht im ersten Anlauf da durchgeht. So, das Letzte, was wir aufgebaut hatten, war Netflix. Und da sieht man einfach, es reicht im Prinzip ein einziger Trade, der richtig gut läuft, um so einen Wochengewinn zu machen. Ich hole das auch noch mal hier rein. Wo haben wir den 16.? Hier. Ja, und da sehen wir es eben auch wieder. Ja, hier ist der Setup-Tag, der Ausbruch über diese letzte etwas größere Momentum-Abwärtskerze ist hier gehandelt worden. Und dann hat sich das Ding einfach entwickelt. Ja. Gucken wir auf den Trendindikator unten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir einen klaren Aufwärtstrend im Tageschart. Zu dem Zeitpunkt hatten wir einen klaren Aufwärtstrend im Wochenchart. Wir waren im Wochenchart oberhalb der Wolke. Alles war bullisch, wenn wir uns das hier anschauen. Alle Setups, die wir über Ichimoku kriegen auf Woche, sind bullisch. Und hier beim Tageschart war es halt ähnlich. Wir haben die Wolke getestet, ja, sind hier in die nächste Aufwärtssequenz dann schon reingelaufen von hier. Und haben dann hier den Ausbruch über dieses Hoch antizipiert. Und der Trendverlauf hier ist wirklich vorbildlich. Ja. Wir haben dieses Level nochmal getestet und haben dann hier richtig Druck aufgebaut. Und jetzt ist hier echt Dynamik im Markt. Das könnte hier oben so ein Runaway Gap sein. Ja, der Stop, der liegt noch von gestern. Jetzt haben wir hier heute wieder mit dem Gap eröffnet. Würde ich gar nicht mehr unbedingt sehen wollen, dass wir hier noch unter das Tagestief von heute gehen. Deswegen würde ich hier tatsächlich aggressiv hinterhergehen und hier einen Großteil der Gewinne in der Netflix dann auch absichern. Ja. Okay, aber wenn man sich das anschaut, im Prinzip alle Setups, die wir hier aufgebaut haben, sind profitabel momentan. Selbst das Short-Setup, ja, ist ganz leicht im Gewinn und das bei einem Markt, der wie verrückt steigt, bei einem Gesamtmarkt, der wie verrückt steigt, da ist es natürlich deutlich einfacher. Ja, dass die Long-Setups hier alle gut im Gewinn sind. Aber wir sehen, dass selbst Short-Setups dann funktionieren, wenn man eine vernünftige Ausgangsbasis hat. Und genau das Gleiche, wie wir da gemacht haben im letzten Webinar, das machen wir jetzt auch nochmal. Okay, es sind ein paar Fragen reingekommen. Ah, der Mario fragt, ob ich hier Ziele setze. Ungerne. Ja, das ist bei mir so, alles, was ich trendfolgend mache, bei Aktien, die klar im Trend sind, mache ich gerne ohne Ziel. Ja, ich habe also ein Risiko festgelegt. Ich habe natürlich auch ungefähr einen Zielbereich, bis wohin so eine Aktie laufen kann. Da ist aber die Netflix, muss ich ganz ehrlich sagen, schon über den Zielbereich hinausgelaufen, den ich da genommen hatte. Da lag ich bei 500 Dollar ungefähr als Ziel. Da sind wir jetzt schon deutlich oben drüber gelaufen, deswegen bin ich dann auch gerne dabei und gehe aggressiv mit dem Stop hinterher. Aber typischerweise versuche ich, diese Setups ohne Ziel laufen zu lassen. Was ich manchmal mache, sind Teilgewinnmitnahmen. Ja, wenn jetzt das Risiko einmal verdient ist, dass ich dann eine Teilgewinnmitnahme mache, die Hälfte der Position verkaufe und die andere Hälfte laufen lasse. Aber typischerweise habe ich bei trendfolgenden Trades am liebsten gar kein Ziel. Ja. Okay. Und der René fragt, weshalb das nicht dieselben Beträge sind, was die zweite Währung ist. Das hier ist keine Währung. Das ist hier in Ticks angezeigt. Ja, hier unten steht, wie viel Ticks der Trade im Gewinn oder Verlust ist. Und hier oben steht, wie viel Euro der Trade im Gewinn oder Verlust ist. Ja. Das kann man einstellen. Ja, das kann man hier im Agena Trader einstellen. Ich kann das auf Ticks packen, ich kann das auf das ursprüngliche Risiko packen, ich kann das in Prozent oder eben im Betrag. Ja.
Und das Ganze steht hier einfach auf Ticks, weil ich das häufig auch im Future-Bereich mit Ticks benutze. Okay, dann gucken wir mal kurz durch, was sich hier beim S&P im Moment ergibt. Das habe ich jetzt heute noch gar nicht groß gemacht. Ich habe ein paar Orders reingelegt. Ich glaube, da ist aber soweit noch nichts ausgeführt. Facebook habe ich reingelegt. Ja, und zwar habe ich Facebook hier für einen Trade reingelegt im Retracement. Da haben wir heute hier ein Setup, Tenkan-Kijun Long. Das heißt, die rote, schneidet jetzt hier gerade die violette Linie. Die sind also quasi, laufen die hier aufeinander. Ne? Das ist ein Setup. Das ideale Setup war eigentlich hier, als wir von dem Test der Wolke wieder zurückgekommen sind. Da hatten wir aber kein Webinar. Wir haben jetzt hier Webinar, müssen also gucken, was wir im Moment mit den Signalen machen können, die hier reinkommen. Ich gehe hier mal in den Wochenchart, zeigt das Ganze hier nochmal kurz. Ja, also was ist für mich wichtig? Als erstes, ja, Trendindikator, ganz klar bullisch, und zwar hier seit 22. April. Seit 22. April sind wir hier in der Facebook bullisch. Wie man sieht, auch der Weekly hat in der gleichen Woche hier auf bullisch gedreht. Seitdem keine Änderung mehr, also klarer Aufwärtsmarkt. Dann hatten wir hier ein schönes Setup, Ausbruch aus der Wolke, ja, in einem Markt, der gerade in den Aufwärtstrend geht. Und der ganze Rest war hier eben schon bullisch. Ja. Hier ist die bullische Kreuzung zwischen Rot und Violett. Hier ist die bullische Kreuzung zwischen Kurs und Violett. Die blaue ist oberhalb des Kurses. Ja, also alles im Moment bullisch. Hier ist es auch wieder so. Blau ist wieder oberhalb des Kurses. Ja, wir sind über der Wolke. Die laufen gerade parallel. Der Kurs ist über der violetten Linie. Also grundsätzlich alles bullisch. Aber dadurch, dass wir eben bei Facebook hier heute ein Upgap gesehen haben und die erste Bewegung jetzt auch klar nach oben gelaufen ist, wir sind jetzt so bei $250. Da gab es heute auch ein Upgrade, ein Analysten-Upgrade. Da sind die Ziele verändert worden von, ich glaube, 250 mit neuem Ziel $275. Das gibt gerne nochmal einen Schub in so einer Aktie. Und hier würde ich darauf setzen, dass wir vielleicht dieses wichtige Ausbruchslevel hier ungefähr bei 241, $242 nochmal testen. Wenn wir das nochmal testen, möchte ich hier eine Long-Position haben. Ja. Was haben wir hier noch? Ja, in Google ganz ähnlich. Auch da haben wir ein Setup hier genau über das gleiche. Violett und Rot läuft parallel. Das ist also die ganze Zeit hier schon ein Long Setup. Und zwar sind wir hier über der Wolke. Wir sind hier seit dem 2. Juli auch mit der blauen Linie wieder oberhalb des Preises. Trendindikator ist grün auf Tag, Trendindikator ist grün auf Woche. Wir sind auf der Woche ganz klar oberhalb der Wolke. Aber eben auch hier sind wir so ein bisschen in so einer Runaway-Situation im Moment. Auch hier würde ich lieber sehen, dass wir nochmal ein Retracement machen. Und zwar in den Bereich dieses alten Hochs hier. Ja, da ist jetzt der Ausbruch gekommen. Neues All-Time-High in der Google heute. Und wenn es jetzt hier ein paar Gewinnmitnahmen gibt, nochmal einen Rücksetzer auf dieses alte Hoch bei 1530 ungefähr, dann würde ich hier auch gerne noch eine Position aufbauen. Was haben wir noch? Das sind alles ältere, die hier schon laufen. Okay, und dann gucken wir jetzt einfach nochmal durch, was wir hier noch an möglichen Setups haben. Ich habe ja beim letzten Mal schon erklärt, dass ich mir, wenn ich so viele Werte hier in der Liste habe, wie das beim S&P 500 zum Beispiel ist, man kann das Ganze ja auch über kleinere Kurslisten laufen lassen. Ja, was ich am liebsten mache, ist, dass ich eine Watchlist habe. Diese Watchlist, die kann aus verschiedensten Gründen entstanden sein, über irgendwelche Analystenempfehlungen, über irgendwelche Charts, auf die ich aufmerksam geworden bin, aus bestimmten fundamentalen Gründen, was auch immer. Also ich habe sehr gerne meine Watchlist und lasse dann diese automatisierten Signale nur über die Werte aus meiner Watchlist erstellen. Ja, das ist, was wir jetzt hier machen, ist ein bisschen anders. Wir gehen also auf eine große Anzahl von Aktien. Wir haben jetzt hier 500 Aktien aus dem S&P drin und wollen jetzt mal gucken, was potenziell die besten Setups sind, die wir hier im Moment finden können.
Und da habe ich beim letzten Mal schon erklärt, wie ich das mache. Das kann ich noch mal kurz hier reinholen. Susanne, ja, ich kann mir auch nur die Märkte anzeigen lassen, bei denen alle Ichimoku-Kriterien erfüllt sind. Ja, das ist eine Einstellungssache. Das kann ich auch mal zum nächsten Mal gerne vorbereiten. Allerdings muss man immer schauen, wenn alle Ichimoku-Kriterien erfüllt sind, dann hat man normalerweise einen Wert, der schon recht weit im Trend fortgeschritten ist. Ja, wenn man jetzt versucht, solche Sachen zu erwischen wie das hier, ja, dieser Wendepunkt hier unten, wo wir hier aus der Wolke ausgebrochen sind oder so, da sind dann oft noch nicht alle Signale eben auf der bullischen Seite. Ja, oder sowas wie hier, diesen Breakout, der hier stattgefunden hat, ne, mit dieser bullischen Kreuzung von Rot und Violett hier. Ja, das ist ja auch ein ganz klares Kauflevel. Na, da waren wir mit der blauen schon oberhalb des Preises und Rot hat Violett gekreuzt hier an diesem Tag. Ja, da haben wir ein richtig schönes Long Setup gekriegt für den Einstieg, entweder hier direkt im Breakout oder für hier den Test dieses Gaps, ja, dass einmal dieses Gap geschlossen wird. Wenn man solche Level erwischen will, dann kann man nicht sich das Ganze so einstellen, dass alle Setups oder alle Kaufsignale erfüllt sein müssen, weil dann wird es eben nur dann angezeigt, wenn der letzte eben auch erfüllt ist und dann sind normalerweise diese Trends schon recht weit fortgeschritten. Das ist natürlich in so einer Phase, wie wir sie im Moment haben, wo wir seit März nur aufwärts sind, nicht so tragisch. Ja, da kommt man trotzdem noch gut in die Märkte und kriegt gute Signale. Wenn wir aber in eine Phase kommen, wo das Ganze so langsam kippt und wir so ein bisschen mehr seitwärts laufen, ist es oft sinnvoller, die ersten Signale schon zu nehmen. Ja, wenn man sieht, ich hole es mal rein, wenn man sieht, dass sich so, ja, hier die ersten Sequenzen aufbauen nach so einem extremen Abverkauf, ja, dass sich hier diese ersten Sequenzen aufbauen und wir gehen über diese Zwischenhochs. Ja, und die Sequenzen dann hier weiter fortsetzen, dass man dann versucht, in diese neu entstehenden Trends schon irgendwo reinzukommen. Ja, und das geht eben nur dann, wenn man das nicht so filtert, dass alle positiv sein sollen. Aber prinzipiell ist das kein Problem. Ja, man kann sich das über Najina Trader sehr einfach so hinlegen, dass nur Setups angezeigt werden, die gerade aktuell sind, wo alles passt quasi. Ja, genau. Das ist gar keine schlechte Idee, ne? Das so festzulegen, dass man sagt, man möchte 3 von 5 haben. Und dann kann man das machen. Aber aus der Erfahrung kann ich euch sagen, wenn ihr euch einmal an das Lesen dieser Charts gewöhnt habt, ich weiß, dass es am Anfang ein bisschen komplex wirkt, ja, weil wir hier sehr viele Linien haben und diese Wolken ja auch nochmal aus 2 Linien bestehen. Weiß ich, am Anfang ist es ein bisschen irritierend. Aber man hat sich sehr, sehr schnell daran gewöhnt. Und wenn ihr einmal das könnt, dann werft ihr einen Blick auf diesen Chart und seht sofort, wie viele Signale gerade bullish sind und wie viele noch neutral sind. Ja. Und dann kann man das am besten mit dem Auge bewerten, weil man dann immer nochmal diesen Chartverlauf auch mit dazu hat und die Price Action nochmal separat mit beurteilen kann. Okay, also Susanne fragt, was meine 3 wichtigsten Kriterien wären. Also prinzipiell ist es so, meistens das Erste, was passiert, ist, dass der Kurs über die violette Linie läuft. Das ist oft das erste Signal. Das ist also etwas, was eigentlich immer erfüllt sein sollte, wenn man das handelt. Das Nächste, was dann meistens kommt, ist, dass die rote die violette kreuzt. Das ist der nächste Punkt. Und der dritte ist dann oft der Breakout aus der Wolke. Ja, manchmal ist die blaue Linie schon vorher drüber, überm Kurs. Manchmal kommt der Breakout aus der Wolke zuerst. Deswegen sage ich, für mich ist das wichtigste Setup eigentlich Breakout aus der Wolke, so wie es hier gelaufen ist. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Setup. Und wenn ich sehe, ich habe hier irgendwie ein Signal Kumo Breakout, ne, so wie es hier steht, ne, oder hier steht gerade eins. Dann schaue ich mir den Chart dazu an und gucke, okay, wie viele Signale sind denn ansonsten schon bullisch? Und wenn dann 2 andere schon bullisch sind und ich sehe den Ausbruch aus der Wolke und habe noch den Trendindikator, der positiv ist, dann würde ich das umsetzen. Ja, das machen wir gleich, indem wir hier die Liste mal durchgehen. Ich will einmal ganz kurz noch was zeigen. Und zwar habe ich beim letzten Mal
gezeigt, wie ich mir diese Listen, wie ich mir diese Listen sortiere, ja, und zwar nach dem RSL-Indikator, relative Stärke nach Levi. Und da wird ins Verhältnis gesetzt, der letzte Wochenschlusskurs ins Verhältnis zu dem durchschnittlichen Wochenschlusskurs der letzten 27 Wochen. Also der aktuelle Schlusskurs der Woche wird ins Verhältnis gesetzt zu dem durchschnittlichen Wochenschlusskurs des letzten halben Jahres. Und danach werden diese Werte dann gewichtet. Und die stärksten, die werden dann in der Liste oben angezeigt und die schwächsten werden in der Liste unten angezeigt. Und ich nehme sehr gerne Setups in den Aktien, die eben oben in der Liste angezeigt sind. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ja, ich sortiere das Ganze jetzt hier nach dem RSL. So, ja, jetzt haben wir das Ganze hier sortiert. Quasi von Stärke nach Schwäche. Also die stärksten Werte, die stehen jetzt oben. Und da sehen wir schon sofort, was da kommt im Moment. Ja, eine eBay, eine Amazon, eine Nvidia, Abiomed, PayPal, Netflix, Tractor Supply, Adobe Systems, Chipotle, Apple, Electronic Arts, Activision. Ja, das sind alles Werte, die hervorragend gelaufen sind in den letzten Wochen. Der einzige Grund, dass eine Tesla hier nicht steht, ist, dass Tesla noch nicht im S&P 500 drin ist. Ja, kommt vielleicht im nächsten Update, im nächsten Wechsel. Das wissen wir noch nicht genau, ist aber eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die Tesla dann da reingeht. Ansonsten wäre die, glaube ich, jetzt ganz, ganz oben mit dabei. Können wir uns dann mal kurz reinholen und schauen einfach mal, was die, ja, da haben wir es, ja, zwei. Wenn wir hier nochmal sortieren und gehen jetzt ganz nach oben an die Liste, ja, dann sehen wir, alles klar. Ne? Ja, Tesla steht ganz, ganz oben. Und wer jetzt sagt, naja, diese Bewegung, die kann man ja gar nicht mitnehmen, ne? Das funktioniert ja alles gar nicht so richtig. Wer soll denn da in den Markt noch reinkommen? Schauen wir uns das Ganze mal aus Ichimoku-Sicht an. Ja, und zwar, wie die Geschichte hier entstanden ist. So. Und jetzt gucken wir einfach mal, ne, wie nach der letzten großen Korrektur, die wir hier gesehen haben, die wir hier auch auf dem Wochenchart gesehen haben, das Erste, was auffällt, ist, dass trotz dieser riesigen Korrektur, die immerhin, ich hole es gerade mal rein, ja, hier vom Hoch zum Tief, 60% gewesen ist. Ja, eine 60% Korrektur in der Aktie von Februar bis März. Ja, innerhalb von ein paar Wochen haben wir hier 60% Korrektur in der Aktie gesehen. Aber mein Trendindikator ist hier überhaupt nicht in den Negativbereich gegangen. Das heißt, wenn man diese Aktie als Investment im Depot hat und nutzt sowas wie den Trendindikator hier zur Bestimmung, ob die Position im Depot bleibt oder ob die rausfliegt, dann wäre man aus dieser Position nicht rausgeflogen. Wenn man die jetzt an der Stelle noch nicht gehabt hätte und wir sehen, hier baut sich ein neuer Trend auf, ja, und hier bauen sich neue Sequenzen auf, dann schauen wir uns das Ganze einmal an. So. Aufwärtssequenz. Ja, hier haben wir eine erste Aufwärtssequenz. Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass das Erste, was meistens kommt, ist, dass der Preis die Violette durchkreuzt. Das ist hier passiert, in diesem Bereich. Das Zweite, was meistens passiert, ist, dass die rote Linie die violette kreuzt. Das ist in dieser Kerze passiert. Ja, da war das zweite bullische Setup. Das Dritte war Ausbruch aus der Wolke. Okay? Und das ist ganz häufig so. Und das ist hier eben mehr oder weniger parallel gelaufen, hier mit dem Ausbruch der blauen Linie über den Preischart. Ja, das ist hier passiert. Hier sind also vier Signale relativ schnell hintereinander gekommen. Ja. Die ganzen Signale, alle vier hier, wenn ich mal mit dem Cursor da drauf gehe, sehen wir es, alle vier sind entstanden. Gucken wir den Wochenchart ein bisschen rüber. Ich habe das Fadenkreuz verknüpft. Wenn ich also hier jetzt auf den Bereich der Signalentstehung gehe,
sehen wir, dass alle vier Signale entstanden sind, während der Kurs auf dem Wochenchart ganz klar über der Wolke war. Das heißt, wir waren im Wochenchart extrem bullisch unterwegs und haben ja hier an der Stelle Mitte April auch gedreht im Trendindikator von Rot auf Grün. Das war also ein super Einstiegssetup irgendwo hier oder dann eben im nächsten Breakout hier. Das waren richtig gute Einstiegssetups in der Tesla-Aktie, so um 750 Dollar. Ja. Und wenn man dann einfach nur eben die Stops an den Tiefs hinterherzieht, wirklich nur an diesen Swing-Tiefs, ja, dann sind wir mit dem Stop jetzt im Moment hier bei 1300 Dollar und sind auf unsere Aktienposition, die wir bei 700 aufgebaut haben, so um die 130, 140% vorne. Ja, also solche Bewegungen sind einfach über Ichimoku gut zu erwischen. Und es ist ganz klar so, dass nicht jedes Setup hier profitabel ist und dass auch nicht jedes Setup Geld verdient und dass ihr auch keine Trefferquote von 90 oder 95% habt. Aber wenn ihr über so eine relative Stärkeliste euch Werte raussucht oder eben einen bestimmten Wert habt oder eine bestimmte Watchlist habt, die ihr verfolgt, weil euch die Werte sowieso fundamental gut gefallen und ihr dann diese trendfolgenden Setups tradet, dann seid ihr automatisch mit dabei, wenn solche Bewegungen hier zufällig mal entstehen. Ja. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis an der Geschichte. Man braucht halt irgendeine Vorgehensweise, wie man solche Bewegungen auch erwischt. Und das hätte man mit dem Ichimoku hier auf jeden Fall mitnehmen können. So, dann gehen wir doch mal hier kurz nochmal die Liste durch. Ja, eBay. Na, auch da keine Frage, warum dieses Ding ganz weit oben auftaucht in der Liste der relativen Stärke. Amazon, ja, Nvidia. Also ihr seht schon, wenn ihr das Ganze mal nach dem RSI sortiert, dann kriegt ihr ganz oben die Werte, die richtig gut laufen, die Werte, die schön in einem Trend sind. Und ganz unten, wenn wir uns mal die Werte ganz unten anschauen, was haben wir denn da drin hier? Eine Raytheon. Wenn er sie denn reinlädt, ja, Raytheon, ganz klar abwärts gerichtet. One Oak, weiß ich gar nicht, was das ist, irgendwas Kleineres. Ja, Norwegian Cruise Line, ja, extrem runtergekommen, sehen wir hier. Die sind natürlich auch alles Corona-geschädigte Aktien. Ja, was haben wir denn hier noch? Alliance Data System ist vielleicht was, was vielen im Begriff ist. Carnival Corporation, großes Kreuzfahrtunternehmen. Also dann finden wir einfach auf der Unterseite alles das, was dann auch im Trendindikator hier nochmal bestätigt, ganz klar im Abwärtstrend ist. Ja, und oben finden wir alles das, was im Aufwärtstrend ist. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Oh, und jetzt sehen wir schon, ja, das, wo ich hier die erste Order drin hatte heute, die Facebook, das ist das Signal, was am weitesten oben in der RSL-Liste liegt. Ja. Dann haben wir hier ein Signal von heute, IPG. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Allerdings sind wir hier auf dem Wochenchart noch im Trendindikator abwärts gerichtet. Deswegen würde das für mich momentan noch ausfallen. Ich denke aber, dass sich das ändert, wenn wir über dieses 170er hochgehen. Wenn wir über dieses letzte Hoch drüber gehen, dann wird auch sicherlich hier der Indikator grün sein und dann könnte ich mich hier die Suche nach einem Long Setup begeben. Hier haben wir ein Short Setup in der T-Mobile und zwar sehen wir, dass die rote Linie hier gerade durch die violette fällt. Würde ich das handeln? Ja oder nein? Vielleicht mal kurz in den Chat schreiben, was ihr denkt, ob ich das auf der Short-Seite traden würde, ja oder nein? Ja, da kommt schon alles. Nein, 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 nein. Richtig. Ja, warum? Naja, ganz einfach. Die Aktie ist in einem super starken Aufwärtstrend. Wir sind deutlich oberhalb der Wolke. Wir sind im Trendindikator bullish auf dem Daily. Wir sind im Trendindikator bullish auf dem Weekly. Auf dem Wochenchart ist alles, was wir an Ichimoku-Signalen finden können, bullish. Im Tageschart ist alles, was wir an Ichimoku-Signalen finden können, bullish, bis auf diese rote, die jetzt gerade die violette kreuzt. Es ist ein Short-Setup von 10 oder 12 Signalen, die uns zur Verfügung stehen würden in den beiden Zeitebenen, ist abwärts gerichtet und deswegen ist das nichts, was ich auf der Short-Seite traden würde.
Ja. Und sowas sehe ich eben sofort im ersten Blick, wo ich da drauf schaue. Und deswegen bin ich gar nicht so ein Freund davon, jetzt zu sagen, hey, ich möchte, dass mindestens drei Signale abwärts gerichtet sind, sonst will ich das gar nicht angezeigt bekommen. Es geht einfach brutal schnell. Ja, was haben wir hier? Microchip auf der Long-Seite. Oh, gefällt mir gut. Ja, gefällt mir gut. Wir haben hier oben den ganzen Kursverlauf ein bisschen gedeckelt. Und zwar an diesem Widerstandslevel hier so, da sind wir so um 111, 112 Dollar. Aber wenn wir uns das anschauen, wir sind hier im Trendindikator, auf dem Daily sind wir bullish, wir sind auf dem Trendindikator im Weekly bullish geworden. Im Weekly Kurs ist oberhalb der Violetten, Rot ist oberhalb der Violetten, Kurs ist oberhalb der Wolke, Blau ist so ein bisschen unentschieden, ja, weil wir einfach hier gerade in dem Widerstandsbereich drin sind. Und auf dem Tageschart sieht das Ganze so aus, wir haben die rote hier inzwischen negativ gekreuzt, weil wir so lange seitwärts gehen. Ja, sehen wir hier, ist die rote durch die violette durchgegangen und notiert jetzt unterhalb der violetten. Das ist nicht mehr so bullisch. Wir haben die blaue, die gerade in den Kurs reinläuft. Auch das ist nicht mehr so bullisch, aber wir sind noch deutlich oberhalb der Wolke. So, das heißt jetzt für mich, wenn sich diese Bewegung nach oben fortsetzt und wir sehen hier einen Ausbruch über das Allzeithoch, dann ist auf einmal alles wieder bullisch. Ja, weil wenn wir den Ausbruch sehen über das Allzeithoch, muss die blaue oberhalb des Kurses sein und dann ist auch die rote wieder oberhalb der violetten. Und jetzt kann ich mir hier eben schon ein Setup reinlegen bei 113,90 meinetwegen im Kauf und das letzte Tief liegt hier bei 96. So. Und ich mache mir das dann immer relativ einfach. Ich gehe hier einmal in mein Tagebuch rein, gehe hier auf Aktie US-Dollar, kann mir hier vielleicht vorher noch mal anschauen, was ist es? Microchip. Verkleinere das mal kurz. So. Also Aktie US-Dollar, Microchip. Und zwar ist das ein Kaufsetup. Ich möchte gerne bei 113,90 kaufen. Ich möchte meinen Stop hier unten haben bei 96,40. 96,40. Und was haben wir hier für ein Kursziel? Die letzte Korrekturbewegung, die vom Hoch hier nach unten gelaufen ist, sind von 13 bis runter auf 95, 96. Das sind ungefähr 30 Dollar, ungefähr 30 Dollar hier oben drauf. Dann sind wir bei 143. Das wäre das Kursziel. Haben wir ein 1,6 zu 1. Ist für mich durchaus in Ordnung. Und jetzt zeigt er mir hier an, 63 Aktien kaufen, ist aber noch eingestellt auf ein Risiko von 1000. Da wollen wir ungefähr ein Drittel haben. Ja. 20 Aktien sind 316 Euro Risiko, 19 Aktien sind wir genau bei 300 Euro Risiko. Ja. Und dann kann ich mir das Ganze einfach hier reinlegen, lege mich hier an die 113,90, also knapp drüber zum Kauf per Stop. Möchte hier 19 Aktien, na, 19 Aktien kaufen. Und wenn die Order ausgeführt wird, möchte ich gerne, dass mein Stop hier unten liegt, eben auch für 19 Aktien. Und das Ganze kann ich jetzt hier relativ einfach verknüpfen. Zack. Und jetzt liegt das Ganze im Magina Trader, ist verknüpft mit der Bedeutung, sollte die Microchip innerhalb der nächsten Tage über das Allzeithoch hier nach oben ausbrechen, dann gehe ich in einen Long Trade rein und erst dann wird diese Stop-Order hier in den Markt gelegt bei 96,38. Ja, und das ist jetzt mein Setup auf die Microchip. Ja, warum haben wir die genommen? Weil die relativ weit oben hier auftaucht in der Liste der RSL und das Ganze eben ganz nett aussieht. So, schauen wir noch mal kurz weiter. Was haben wir hier noch? Paycom können wir uns noch mal kurz angucken. Ja, ist sehr ähnlich zur Microsoft, zur Microchip. Ja, hängt auch hier an diesem alten All-Time-High fest, ist aber sehr, sehr rangig hier unterwegs, ne, wenn wir uns das hier auf dem Wochenchart angucken. Da sind wir jetzt seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen seitwärts.
Ist nicht unbedingt das, was ich hier noch handeln möchte. Was haben wir als nächstes hier drin? Twitter. Twitter finde ich natürlich super. Twitter hat hier eine ganz dynamische Bewegung gemacht vor ein paar Tagen. Da habe ich auch eine Long-Position aufgebaut in dieser Bewegung schon. Und zwar ist das ein News Trade. Das ist hier eine Bewegung, die entstanden ist, weil einige Marktteilnehmer festgestellt haben, dass Twitter in ihren Stellengesuchen eine Position drin hat und gerade Mitarbeiter sucht im Bereich App-Entwicklung für Abonnement-Apps, also für Abo-Apps. Ja, und das, was jetzt als kurstreibender Faktor, wenn wir uns mal angucken, was die Aktie hier an einem Tag zugelegt hat, ja, hier vom Tagestief bis zum Tageshoch sind das 13% auf die Aktie. Das, was hier der Kurstreiber war, ist jetzt die Fantasie, dass Twitter anscheinend gerade dabei ist, ein Abo-Modell zu entwickeln. Ja, und das ist etwas, was bei der Vielzahl der Twitter-User, die auf der Plattform unterwegs sind, ein gigantisches Verdienstpotenzial für Twitter aufzeichnen würde. Und wenn das kommen würde und positiv angenommen wird vom Markt, dann glaube ich, haben wir hier die nächste Kursrakete, die hier gerade in Vorbereitung ist. Und deswegen finde ich das natürlich jetzt gerade besonders nett, dass wir hier ein Setup in der Twitter haben. Und zwar ist das hier Tenkan Kijun Long. Das heißt, Rot kreuzt gerade Violett. Wir sind hier aus der Wolke ausgebrochen. Ja, die Aktie hat hier ein Retracement gezeigt, ist ans Support-Level rangekommen. Wir sind aus der Wolke ausgebrochen. Wir sind hier im Tagesschart in den positiven Bereich gedreht. Wenn wir jetzt aber auf den Wochenchart schauen, dann sehen wir, im Wochenchart hängen wir gerade im Widerstandslevel, nämlich in der Wolke fest. Und der Trend ist auch noch leicht negativ. Ja? Der bewegt sich hier schon nach oben, hat aber noch nicht in die Positivrichtung gewechselt. Was würde jetzt passieren, wenn wir über dieses Momentum hoch hier rausgehen, über die 97,30? Da bin ich mir sicher, dass der Trendindikator dann hier auch grün ist und wir haben hier ein bullisches Setup, nämlich Ausbruch aus der Wolke nach oben im Weekly Chart. Und wir haben hier ein bullisches Setup. Blau geht nämlich auch gerade über den Kurs. Also ist das hier jetzt das Einstiegslevel für mich, 37,05. Das Ganze würde ich nicht aggressiv hier unten absichern wollen, am letzten Tief, sondern unter dem Momentum. Ja, das Momentum liegt jetzt hier irgendwo bei 32,60. Da ist dann vorher, fängt auch schon die Wolke an, 32,60, 31 haben wir hier nochmal eine Korrekturkerze. Also wäre das für mich jetzt hier Kauf bei 37 mit dem Stop bei 31. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Also gehen jetzt hier rein, Twitter. Sagen Kauf bei 37, Stop bei 31, nehmen ein Drittel hiervon, dann sind wir ungefähr bei 60 Aktien. Naja, nehmen wir mal 55, 56 Aktien brauchen wir für unsere 300 € Risiko. Machen jetzt hier genau das Gleiche. Einstieg. Bei 37 und den Stop packen wir hier unten an die 31. Verknüpfen das Ganze wieder. Wenn sich das Momentum nach oben fortsetzt, dann wollen wir die Position hier long gehen. Schönes Level, weil zwei ganz wichtige Hochs hier überschritten werden. Stop unterhalb des letzten Momentums. Naja, und Zielbereich würde ich mal sagen, Sky is the limit. Ja, wenn sich das tatsächlich durchsetzt oder von Twitter noch bestätigt werden sollte, dann sind wir sicherlich ganz schnell hier im Bereich von $50. Ansonsten haben wir charttechnisch ja das Verkaufslevel hier, wo wir hier schon einmal reingelaufen sind im Weekly. Das wäre so das erste Mindestziel, ja, hier so 44, $45. Das wäre so der erste Bereich.
Der positive Faktor, den wir hier haben, wenn das Momentum anzieht und wir gehen hier relativ schnell in diesen Bereich um 38, 39 Dollar, wo die letzten Hochs hier liegen, dann kann man eben mit der Hälfte oder mit der ganzen Position den Stop auch schon recht schnell dann hier an die 34, 50 unter dieses letzte Tief hinterherziehen. Ja, dann ist man relativ zügig auch aus dem Risiko raus. Okay. So. Oh, der René fragt, wo man dieses Trade Control öffnet. Ja, das Trade Control, das ist ein Tool von mir. Das gibt es bei mir auf der Website. Kann man sich einfach mal anschauen. Im Shop ist die Beschreibung dazu. Kann man auch gerne mal 3, 4 Wochen testen. Einfach mir eine E-Mail schicken. Dann schicke ich das gerne mal raus als Testversion. Das kostet in der Basisvariante, ja, wo diese ganzen Risikoberechnungsmechanismen hier schon mit drin sind, kostet das 119 Euro. Und da kann man das Ganze dann umsetzen. Okay, gut. Das wäre es im Prinzip erstmal für heute gewesen. Wir haben schon 19 Uhr, mehr schaffen wir gar nicht. Ja, aber im Prinzip geht es ja am Ende immer wieder um das Gleiche. Wir versuchen Werte zu finden, die irgendwo trendstabil sind oder jetzt vielleicht mal wie bei einer Twitter, die irgendwo newsgetrieben gerade sind, die eine gute Ausgangslage haben, entweder für steigende oder für fallende Kurse. Aufgrund der extrem starken Ausgangslage im Gesamtmarkt bin ich gar nicht so scharf drauf, momentan überhaupt Short-Positionen aufzubauen. Das wird deutlich interessanter, wenn wir sehen, dass die Märkte langsam anfangen zu kippen und vielleicht ein Top im Markt drin ist und wir so ein bisschen runterkommen. Dann wird es interessant, hier am unteren Ende der Liste zu gucken. Ja, und man sieht aber auch schon hier oben im oberen Bereich, ja, da ist überwiegend alles grün, da kriegen wir überwiegend Long-Setups. Hier im unteren Bereich fängt es dann langsam an, dass hier doch auch schon vermehrt die Short-Setups reinkommen. Und das ist eben auch ein ganz typischer Effekt davon, dass wir Handelssignale benutzen, die trendfolgend sind. Ja, und wenn wir uns hier einfach mal ganz schnell rechts diese Kursperformance der letzten 30 Tage anschauen, na, dann sehen wir, im Schnitt haben diese Werte, die hier unten auftauchen, die also in der RSL-Liste ganz unten sind, ja, die haben hier verloren vielleicht 10% im Schnitt über die letzten 30 Tage. Na, und teilweise hier sogar über die letzten 7 Tage, wenn wir uns das anschauen. Ja, Occidental Petroleum 11% in den letzten 7 Tagen, Devon Energy 10% in den letzten 7 Tagen, Simon Property 7%. Ja, und das sind also wirklich alles schwache Werte. Und in diesen schwachen Werten finden sich natürlich überwiegend Short Setups, die man dann auch überwiegend auf der Short-Seite handelt. Und in den starken Werten, ja, die sie hier weiter oben in der Liste sind, ne, die also alle deutlich über 1 liegen im RSL, da sehen wir, dass wir hier auch überwiegend Long-Setups im Markt haben. Ja. Und das ist das, was ich hier eigentlich mal so ein bisschen zeigen will. Das kann man relativ einfach machen über diesen Ichimoku. Ich weiß gar nicht genau, ob wir noch einen Termin hier schon haben. Wenn nicht, dann können wir sicherlich noch mal einen reinpacken, so in ungefähr 4 Wochen. 12. August. Wann? 13. August. 13. August, okay. Ja, dann haben wir also am 13. August hier den nächsten Termin, schauen uns dann mal an, wie die beiden Setups von heute oder die drei, die wir hier hatten, wie die sich entwickeln und werden da auch nochmal dann schauen, ob sich bis dahin das vielleicht lohnt, dann auch Werte auf der Short-Seite zu nehmen. Ja, könnte durchaus sein. Earnings Season steht an. Also schön vorsichtig im Bereich Aktien, egal wie bullish die Märkte aussehen, wenn Earnings sind, kann sich ganz schnell immer alles drehen. Also immer dann, wenn man neue Positionen aufbaut, bevor irgendwelche Earnings kommen, sollte man die Positionen etwas verkleinern. Auch wenn das nicht direkt in der Aktie ist, die man tradet. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass irgendwer aus der Peer Group vielleicht gerade Zahlen bringt. Und das schiebt dann oft mit an oder drückt eben auch oft mit runter, selbst wenn die gehandelte Aktie davon direkt gar nicht betroffen ist, kann das durchaus sein, dass eben diese Peer Group Teilnehmer da dann mit runtergezogen werden oder eben auch entsprechend mitsteigen. Also da schön vorsichtig. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal ein glückliches Händchen, positive Trades und sag
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, bye bye. Vielen, vielen Dank, Martin. Ich habe zu danken und danke natürlich auch allen Teilnehmern, die heute dabei waren. Vielen Dank auch für die Fragen und Ihnen noch einen schönen Abend heute. Ist ja auch noch super Wetter draußen und natürlich noch viel Erfolg diese Woche und würde mich freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Und hier sehen Sie noch die Kontaktdaten von Martin, wenn Sie noch Fragen haben oder eine Frage offen geblieben ist. Ja, Ja, alles ich habe es klar. nochmal Vielen schnell Dank. eingeblendet, weil Sehr die gut. Präsentation schon aus war. Also wenn jemand irgendwie mal das Risikotool testen möchte, da mit Trading-Tagebuch oder irgendeine andere Frage noch hat, gerne unten an die E-Mail-Adresse und dann wird das auch beantwortet. Prima, dann verabschieden wir Bis uns dann, und danke euch, bis zum nächsten tschüss. Mal. Ciao, ciao.